Wissen Sie, was der größte Segen ist, den Sie in Ihrem Leben haben können? Nun, wahrscheinlich ist es nicht das, was Sie denken. Deshalb bleiben Sie dran. Okay, Herr, wir danken dir heute für dein Wort. Wir danken dir, dass jeder hier lernen, wachsen und sich verändern wird und dass wir besser dafür ausgestattet werden, dir in dieser Welt zu dienen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. In Epheser 5, Vers 1 heißt es, seid nun Nachahmer Gottes, eifert ihm nach und folgt seinem Beispiel. Darüber sollten wir nachdenken. Wisst ihr, es macht uns wirklich stolz, wenn wir sehen, dass unsere Kinder uns nachahmen. Und je jünger sie sind, umso mehr freut es uns. Wir haben einen einjährigen Enkel und wir versuchen oft, ihn dazu zu bringen, dass er uns etwas nachmacht. Und jedes Mal, wenn er es tut, sind wir total begeistert. Unsere Aufgabe als Christen besteht also nicht nur darin, gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Wenn all das hier vorüber ist, haben wir unser hübsches kleines Haus, das Jesus für uns baut. Und das ist eine gute Nachricht, aber es geht um mehr als das. Ein Christ zu sein bedeutet mehr als jede Woche in die Kirche zu gehen. Es geht um mehr als einmal im Jahr zu einer Joyce Meyer-Veranstaltung zu gehen oder jeden Tag in der Bibel zu lesen und dafür zu beten, dass eure Bedürfnisse gestillt werden. Ein Christ zu sein bedeutet zu lernen, wie Jesus in euch Gestalt gewinnen kann. Denn ihr seid jetzt seine Hände und seine Füße, sein Körper. Wir sind gewissermaßen Jesu Körper. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er in uns und durch uns lebt. Es gibt Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die Jesus brauchen. Und vielleicht seid ihr der einzige Jesus, den sie je sehen werden. Es leben Leute in eurer Nachbarschaft, die wissen müssen, dass Gott real ist, weil sie von Religion verletzt und ausgelaugt wurden. Und vielleicht seid ihr die einzige Chance, die sie haben, einen ehrlichen, wahren Christen zu sehen. Stimmt das? Ich sage das immer. Wir brauchen mehr als einen Autoaufkleber, ein Kreuz um den Hals und ein paar christliche Ausdrücke, die wir in der Kirche gelernt haben. Wir brauchen Frucht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jesus hat gesagt, ich sage, was ich den Vater sagen höre. Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Er hat gesagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Er kam also als direkter Vertreter seines himmlischen Vaters. Und als er in den Himmel auffuhr, sandte er uns den Heiligen Geist, damit dieser nicht nur bei uns, sondern auch in uns ist und uns Kraft gibt und uns befähigt, wahre Zeugen zu sein, damit wir nicht nur etwas tun, sondern etwas sind. Seht ihr, wenn ihr etwas seid, müsst ihr nicht verzweifelt versuchen, etwas zu tun. Ich will sonntags nicht nur eine Show für meine christlichen Freunde abziehen, ich will auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend noch dieselbe sein wie am Sonntag. Ich will einfach eine Christin sein. Ich will sein. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wie ich gestern schon sagte, die Welt ist verzweifelt und wir müssen die Menschen ansprechen und aus unserem Leben erzählen. Brecht jetzt nicht in Panik aus. Ich weiß, dass viele von euch denken, das kann ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Aber wisst ihr was? Ich will, dass ihr jeden Tag da rausgeht und eine Predigt haltet und dazu nur dann Worte gebraucht, wenn es unbedingt nötig ist. Wir haben schon genug gepredigt, aber zu wenig vorgelebt. Wir müssen es den Leuten zeigen. Deshalb habe ich gestern gesagt, alles, was Gott uns gibt, und das ist so viel, soll durch uns andere Menschen erreichen. Wenn ihr das nicht versteht, versteht ihr das ganze Prinzip nicht, das eurer Errettung zugrunde liegt. Wenn ihr hier keine Aufgabe hättet, würde Gott euch einfach retten und euch hier rausholen, indem er euch in den Himmel beamt.
Ja, er lässt euch hier, damit ihr das Leben genießen könnt, aber für noch viel mehr als das. Es geht darum, seine Hände und Füße auf der Erde zu sein, seine Augen und seine Stimme. Auf diese Weise könnt ihr den Menschen, die sie brauchen, seine Liebe zeigen. Ihr könnt ihnen Mitgefühl und Freundlichkeit zeigen und ihnen helfen. Alles von Gott ist für uns und durch uns. In 1. Mose 12, Verse 1 und 2 sagt Gott zu Abraham: Wenn du mir gehorchst und tust, worum ich dich bitte, werde ich dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen, ich werde dir große Gunst erweisen, ich werde dich reich machen. Er versprach ihm alle möglichen Sachen. Er sagte: Und ich werde dich zu einem Segen machen. Wisst ihr, der größte Segen, den wir in unserem Leben haben können, ist es, zu einem Segen für jemand anders zu werden. Es ist nicht genug, nur gesegnet zu sein. Ich will euch an diesem Wochenende provozieren und auch all die Millionen auf der Welt, die das im Fernsehen sehen werden. Ich will euch dazu provozieren, den nächsten Schritt zu tun, eine Stufe höher zu gehen, euch tiefer einzulassen und zu sagen, es muss um mehr gehen als um mich. Ich will zur Stimme Jesu werden. Ich will zu seinen Händen, seinen Füßen und seinen Augen werden. Das, was er für mich getan hat, soll durch mich zu anderen Menschen fließen. Wir müssen Gottes Wesen studieren, wir müssen seinen Charakter studieren. Und wir kennen die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Jesaja 54, Vers 17 ist ein wunderbarer Vers. Vielleicht könnt ihr ihn auf der Leinwand zeigen, dann muss nicht jeder ihn aufschlagen. Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Wir alle lieben diesen Vers, aber das ist erst die Hälfte davon. Ich habe viel über diesen Vers gesprochen und Dave sagte gestern Abend, ist dir aufgefallen, dass es heißt, wirst du schuldig sprechen? Nicht Gott wird das tun. Es heißt, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen und du wirst sie schuldig sprechen. Wie stellt ihr das an? Lasst uns den letzten Teil des Verses ansehen. Das, Friede, Gerechtigkeit, Sicherheit, Sieg über Widerstände, ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und wer ist ein Knecht des Herrn? Diese Stelle spricht von solchen, in denen der vollkommene Knecht des Herrn, also Jesus, Gestalt gewinnt. Toll. Ich bekomme also die erste Hälfte dieses Verses nicht, wenn ich nicht auf die zweite Hälfte hinarbeite. Und wenn Menschen mich verurteilen und kritisieren und ihre Worte zu einer Waffe gegen mich verwenden, wie kann ich dann aufzeigen, dass sie Unrecht haben? Ich versuche nicht, sie davon zu überzeugen, was für ein netter Mensch ich bin. Ich lasse einfach zu, dass Jesus in mir Gestalt gewinnt. Denn ganz gleich, was die Leute sagen, sie können nichts gegen die Frucht sagen. Ich meine, es ist sehr schwierig zu sagen, das ist kein Apfelbaum, wenn Äpfel dranhängen. Es ist sehr schwer zu behaupten, du bist kein Pfirsichbaum. Sag mir nicht, du seist ein Pfirsichbaum, denn das glaube ich nicht, wenn der Baum Tag für Tag Pfirsiche hervorbringt. Und es ist sehr schwer für Menschen zu sagen, du bist nur ein Heuchler. Ich glaube nicht an deine heuchlerische Religion. Du bist kein bisschen anders als alle anderen in der Welt. Ich will nichts von deinem Gott hören und ich will nichts über dein Christentum hören. Wenn ihr Tag für Tag nur göttliche Frucht und einen göttlichen Charakter hervorbringt, wenn da Tag für Tag Frieden und Freude, Liebe, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Milde, Demut und Kraft ist, ich meine, wonach strebt die Welt? Nach Macht. Wisst ihr, wie viele Menschen total begeistert wären, wenn sie es schaffen würden, den Tag über ausgeglichen zu bleiben und ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten? Wisst ihr, wie viele Milliarden Euro für Medikamente und Therapien ausgegeben werden, nur weil man versucht, den Menschen zu helfen, ihre Emotionen in den Griff zu kriegen? Aber Gott gibt euch die Kraft, ausgeglichen zu bleiben. Psalm 91, Vers 1. Wer an dem geheimen Ort des Höchsten wohnt, wird ausgeglichen bleiben.
Ich bin kein emotionales Wrack mehr, weil ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringe. Ich werde nicht von meinen Umständen beherrscht, weil ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringe. Wer an dem geheimen Ort des Höchsten wohnt, wird ausgeglichen und beständig unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben, gegen dessen Macht kein Feind bestehen kann. Stimmt doch. Gottes Charakter hat also viele verschiedene Aspekte. Wenn wir ihn nachahmen wollen, müssen wir ihn kennen. Wir wissen, dass Gott gut ist. Und zwar immer. Und was glaubt ihr, was das bedeutet? Wir müssen gut zu anderen Menschen sein. Oh? Oh, ich dachte, ich müsste nur am Sonntagmorgen richtig handeln. Oh? Wir müssen immer gut zu den Menschen sein, seht ihr? Für uns und durch uns. Ja, Gott ist gut zu uns. Immer. Und wir müssen immer gut zu anderen Menschen sein. Ganz gleich, wie wir uns fühlen. Ganz gleich, was in unserem persönlichen Leben gerade vor sich geht. Immer. Seid ihr nicht froh, dass Gott niemals einen schlechten Tag hat und es an euch auslässt? Aber heute will ich mit euch darüber sprechen, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. Ich habe in den letzten 4-5 Jahren eine Menge über Gerechtigkeit gelernt. Das hat mein Leben verändert. Gott hat viel über Gerechtigkeit zu sagen. Und ich glaube, die Tatsache, dass er ein Gott der Gerechtigkeit ist, ist einer der schönsten Aspekte seines Charakters. Denn einfach ausgedrückt bedeutet das, dass Gott Falsches richtig stellt. Das ist das Wesen der Gerechtigkeit. Gott bringt Gerechtigkeit in unser Leben. Und deshalb wird er nicht zulassen, dass euch jemand misshandelt und damit davonkommt. Menschen können euch nicht einfach ausnutzen und damit davonkommen. Sie können euch nicht mal bestehlen. Wisst ihr warum? Wenn euch jemand etwas stiehlt, wird Gott es ihm wegnehmen. Und wenn es dann durch die Hände von 200 Menschen geht, kommt es früher oder später zu euch zurück. Aber das Großartige an Gott ist, wenn es dann zu euch zurückkommt, kommt es als ein Vielfaches zurück. Wow! Ganz ehrlich, wenn wir wirklich eine tiefe Erkenntnis darüber hätten, was dieses Buch sagt und was Gott uns verheißt, würde es uns schwerfallen, auf der Erde bleiben zu wollen. Ihr könnt mir nichts stehlen. Ihr könnt mir kein Minderwertigkeitsgefühl aufdrücken, weil ich weiß, wer ich in Christus bin. Es würde mir zwar gefallen, wenn ihr mich mögt, aber wenn nicht, werde ich das auch überleben, weil ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich muss mich nicht davor fürchten, was heute in der Welt geschieht, weil Gott bei mir ist und ich das Ende des Buches bereits kenne. Ihr könnt mein Leben nicht beherrschen, weil mein Leben in mir ist. Es besteht nicht aus dem, was um mich herum geschieht. Das gilt für alle von uns. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Das bedeutet einfach, dass er Falsches richtig stellt. Und ihr könnt sicher sein, dass alle hier und alle, die uns vor dem Fernseher oder im Internet sehen, wenn euch Unrecht angetan wird, wenn ihr bei der Arbeit schlecht behandelt werdet, wenn eine Autoritätsperson euch übel mitspielt, wenn ein Freund eure Geheimnisse ausplaudert und gemein zu euch ist, wenn jemand Lügen über euch erzählt, dann könnt ihr sicher sein, dass Gott für euch eintritt und daran arbeitet, die Sache richtig zu stellen. Oder? Nun gibt es ein paar Vorgaben, damit das tatsächlich so funktioniert. Und eine von ihnen lautet, wenn ihr versucht, euch selbst zu rächen, wird Gott zurücktreten und sagen, gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Wir müssen heute also über ein paar Dinge reden. Wenn Gott uns rechtfertigt, sagt die Bibel, sind wir in Christus gerecht gemacht. Das bedeutet, dass wir gerecht vor Gott stehen. Gerechtigkeit bedeutet also, Falsches richtig zu stellen. Mir ist in meiner Kindheit eine Menge Unrecht widerfahren, wie vielen von euch sicher auch. Ich wurde von meinem Vater missbraucht, sexuell, körperlich, verbal und emotional. Er sagte, ich würde nichts taugen und es nie zu was bringen. Ich wuchs in einer Atmosphäre auf, die massiv von Furcht geprägt war.
Alles war Furcht. Ich heiratete den erstbesten Kerl, weil ich davon ausging, dass mich sonst sowieso niemand wollte. Doch er verletzte mich noch mehr. Er hatte andere Frauen, stahl mir Sachen und verkaufte sie, weil er nicht arbeiten wollte und so weiter. Die ersten 23 Jahre meines Lebens waren also ziemlich katastrophal. Dann heiratete ich Dave und Dave war Christ. Ich hatte schon als Kind Jesus angenommen, aber niemand hatte mich gelehrt. Deshalb wusste ich nicht, wie ich mein Christsein leben sollte. Ich weiß, dass Gott bei mir war. Aus jetziger Sicht weiß ich, dass dadurch ertrug ich meine Situation mit der Entschlossenheit, mit meinem Leben etwas anzufangen. Aber ich brauchte Unterstützung. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die Unterstützung brauchen. Sie brauchen einen Christen, der sich ihnen zur Seite stellt und ihnen hilft, ihr Durcheinander zu überwinden. Habe ich recht? Und so schickte Gott Dave in mein Leben. Sicher kennt ihr die lustige Geschichte, er war 26 und wollte heiraten, er traf sich mit einigen Mädchen und er betete für eine Frau. Er sagte, Gott, ich bin bereit zu heiraten, führe mich zu der Frau, die ich heiraten soll und bitte mach, dass sie ein Mensch ist, der Hilfe braucht. Als wir dann 3 Wochen verheiratet waren, sah er mich an und fragte, was ist nur mit dir los? Es ist interessant, dass wir solche Gebete beten und manchmal vergessen, wofür wir gebetet haben, oder? Oh Gott, gebrauche mich. Gebrauche mich, Gott. Und 2 Wochen später sagen wir, ich habe das Gefühl, dass jeder mich nur benutzt. Dave betete also, dass Gott ihm jemand schicken möge, der Hilfe brauchte. Er wurde zu einem Vorbild für mich. Er wurde zu einem lebendigen Vorbild für mich. Er zeigte mir, wie man im Sturm Ruhe bewahrt. Er zeigte mir, wie man bedingungslos liebt. Er war einfach da und liebte mich. Die meiste Zeit konnte ich seine Liebe gar nicht annehmen, weil ich so viele Probleme hatte. Aber er liebte mich einfach, obwohl ich nichts damit anfangen konnte und seine Liebe nicht erwiderte. Er war einfach so, wie er war. Viele von euch sind mit Partnern verheiratet, die nicht an Jesus glauben. Aber in den meisten Fällen nützt es überhaupt nichts, wenn ihr versucht, sie mit Worten zu überzeugen. Es kann sogar schlecht sein, wenn ihr ihnen etwas sagt und es ihnen nicht auch zeigt. Und noch schlimmer ist es, wenn ihr ihnen etwas sagt und ihnen dann das Gegenteil davon vorlebt. Dave und ich heirateten und begannen, in die Kirche zu gehen. Und das war gut. Ich wurde in der Kirche gelehrt und ließ mich taufen. Ich besuchte Seminare, wurde offizielles Gemeindemitglied und offizielle Christin und blieb unglücklich. Ich ging immer zur Kirche und blieb unglücklich. Meine Seele war krank. Ich schleppte eine Krankheit mit mir herum. Ich hatte ein gebrochenes Herz, das Heilung brauchte. Und im Laufe der Jahre trat ich durch Gottes Barmherzigkeit in eine tiefere Beziehung zu ihm. Ich begann, die Bibel wirklich zu studieren. Ich studierte sie und ich fand Verse wie Jesaja 61, wo es heißt, dass er uns Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes gibt. Und dann sah ich Jesaja 61, Verse 7 und 8. Zeigt das bitte auf der Leinwand. Das ist eine starke Verheißung, die mir lange Zeit Kraft gab. Für eure frühere Schande sollt ihr eine zweifache Wiedergutmachung erhalten. Eine Wiedergutmachung ist eine Belohnung oder ein Ersatz. Für eure frühere Schande sollt ihr eine zweifache Wiedergutmachung erhalten. Man könnte auch sagen, einen doppelten Lohn. Statt Schande und Schmach soll sich dein Volk an seinem Erbteil erfreuen. Darum werden sie in ihrem Land, nicht erst, wenn sie in den Himmel kommen, darum werden sie in ihrem Land, was? Das Doppelte besitzen von dem, was sie eingebüßt haben. Nun kommt ewige Freude wird ihnen zuteil. Warum? Denn ich, der Herr, liebe Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und er sagt, ich kann es nicht ausstehen, wenn Menschen schlecht behandelt werden. Ich kann es nicht ausstehen, wenn Kindern Unrecht widerfährt. Gott ist zornig darüber, dass auf der ganzen Welt Kinder sterben. Warum tut Gott nichts dagegen? Hallo?
Er versucht es, aber dafür muss er in uns ein Feuer entzünden. Wir bitten Gott oft, in bestimmten Angelegenheiten etwas zu unternehmen, in denen wir selbst etwas tun könnten, weil er in uns lebt. Hört auf, Gott um Dinge zu bitten, an denen ihr selbst nicht mitwirkt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, was ich für Ungerechtigkeit halte. Eine Frau erzählte mir, dass eine ihrer Kolleginnen keine Matratze für ihr Bett hatte und dass sie deshalb auf dem Sofa schlief. Also betete sie dafür, dass ihre Kollegin eine Matratze bekäme. Nun, ich konnte mich gerade noch bremsen, nicht zu fragen, warum hast du ihr nicht einfach eine gekauft? Oder warum hast du nicht einfach eine aus eurem Gästezimmer genommen, die ihr sowieso nicht benutzt, und sie ihr gegeben? Seht ihr, Gott sagte mir vor ein paar Jahren, Joyce, hör auf, mich um Dinge zu bitten, wenn du nicht bereit bist, dass ich sie möglicherweise durch dich tue. Ihr solltet wirklich ein wenig mehr Begeisterung zeigen. Ihr fürchtet euch davor, zu begeistert zu sein, weil ihr nicht wisst, worum Gott euch dann bitten könnte. Eine Matratze? Kommt schon, ihr könnt die Matratze entbehren. Gerechtigkeit. Es ist ungerecht, wenn ein Christ keine Matratze hat, eine andere Person hingegen 6 Schlafzimmer besitzt und 5 davon nicht einmal benutzt. Und dann betet die Person, die so viele hat, zu Gott, dass er etwas für den anderen tut. Kommt schon, wir brauchen Feuer. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Man muss ein paar Regeln befolgen, um Gottes Hilfe zu bekommen. Richtlinien, Regeln, Wege, wie immer ihr sie nennen wollt. Mit anderen Worten, wir können nicht einfach das Gute einkassieren, ohne unseren Teil beizutragen. Wir sind Gottes Partner. Das Schöne ist, wir müssen nichts ganz allein machen, weil Gott uns die Kraft gibt, es zu tun. Aber es heißt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Was bedeutet das nun? Wenn euch jemand Unrecht tut, könnt ihr es ihm nicht heimzahlen. Denn wenn ihr versucht, das zu tun, seid ihr genauso wie eure Feinde. Ihr müsst auf Gottes Handeln warten und ihm vertrauen. Und, sagt alle, und. Während ihr ihm vertraut, müsst ihr Samen in das Leben des anderen aussäen. Das ist ganz einfach. Wenn euch jemand schlecht behandelt, wartet ihr auf Gottes Eingreifen und vertraut ihm. Und währenddessen segnet ihr jemand anderen. Und dann bringt Gott eine Ernte in euer Leben. Jahrelang versuchte ich es meinem Vater heimzuzahlen, dass er mich missbraucht hatte. Ich hasste alle Männer und hatte eine rebellische Einstellung. Mir sagt nie wieder jemand, was ich zu tun habe. Ich hatte Komplexe und zeigte das gestörte Verhalten, das Menschen annehmen, wenn sie misshandelt worden sind. Aber dabei wurde ich nur total unglücklich, als ich schließlich las, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Wie hätte ich auch von meinem Vater zurückfordern können, was er mir genommen hatte? Er konnte es mir nicht zurückgeben. Das konnte nur Gott tun. Als ich im Buch Jesaja las, dass Gott mir nicht nur das zurückgeben würde, was mir als Kind genommen wurde, sondern das Doppelte, die doppelte Ehre, den doppelten Segen, die doppelte Wiedergutmachung, da erkannte ich, dass ich das Gott überlassen musste. Ihr sagt, aber der Teil mit dem Warten ist so schwer. Ich warte schon 5 Jahre darauf, dass Gott etwas tut, aber er hat noch nichts getan. Lasst mich euch eine wichtige Frage stellen. Was habt ihr getan, während ihr gewartet habt? Nun, ich war einfach frustriert. Ja, und wie oft hast du dich beklagt?
Nun ja, ich habe mich auch ein bisschen beklagt. Nein, wir müssen auf Gottes Handeln warten und Gutes tun. Psalm 37. Die ersten 5 oder 6 Verse sind ziemlich gewaltig. Wir sehen uns diesen Abschnitt zu einem späteren Zeitpunkt noch an. Da heißt es, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, und du wirst Gottes Lohn in deinem Leben sehen. Ich hörte also auf zu versuchen, der Welt heimzuzahlen, was mein Vater mir angetan hatte, und legte meinen Schmerz in Gottes Hände. Du entschädigst mich. Und ich beschloss, einfach anderen Menschen zu helfen. Und ich sage euch, es dauerte nicht lange, bis der Segen kam und kam und kam und kam. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, neue Möglichkeiten. So ist Gottes Reihenfolge. Das Wesentliche, was Sie sich aus der heutigen Sendung zu Herzen nehmen sollten, ist, je besser Sie andere Menschen behandeln, umso glücklicher werden Sie sein. Ich liebe Psalm 37, Vers 3, wo es heißt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wenn Sie ein Problem haben, was sollten Sie dann tun? Erstens, vertrauen Sie auf den Herrn. Zweitens, tun Sie Gutes.